Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von Luigi's Mansion 3. Wir werden wieder ergründen, was... Oder wir werden heute versuchen zu ergründen, was ist... Was hier passiert in diesem Hotel. Weil im letzten Part ist da ja einiges anders gelaufen, als wir dachten. Es ist ja gar kein Luxushotel und König Buhu hat unsere Freunde in Gemälde eingesperrt. Ja, und jetzt sind wir anscheinend in der Waschküche. Und ja. Müssen wir mal gucken, wa? Da ist noch ein Kristall drin. Das ist ein Smaragd. No. Da bist du. Also dahin. Kann ich auch weiter? Okay, nein. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Wohin willst du denn? Bist du da drin? Jetzt habe ich aber Ton, aber das ist so gedämpft. Aber besser als nichts. Ja, perfekt. Und da kriegen wir auch schon eins der Hauptelemente in dieser Reihe. Die Musik ist auch gleich geblieben. Wundervoll. So muss das. So. Okay, jetzt haben wir das Tutorial anscheinend. Der Hund genießt es richtig. Guck ihn her. Das ist aber jetzt neu. Die Funktion. Wuff. Hast du dir alles merken können? Ja. Ja, spielt sich genauso wie der erste Teil, nur dass du, wie der zweite und erste, nur dass du jetzt Bewegungssteuerung hast. Okay, das ist der erste Kristall. Die bräuchte man für die 100% dann. Boah, yo, wie die sich festhalten. Ja, jetzt habe ich die Kosten vom Spiel wieder reingeholt. Bumm. Was haben wir hier noch? Ich dachte, dieser Knopf heißt, dass wir da vielleicht reinkommen würden, aber ne. Noch nicht. Aber wir bekommen ja auch noch Elemente, wodurch das alles leichter werden kann. Aber gut, die 100% können wir jetzt eh noch nicht machen. Da fehlen uns noch einige Elemente aus dem zweiten Teil. Also wenn die jetzt nicht mehr drin sind, dann wäre das ja schon schwach. Deswegen gehe ich davon aus, dass die uns jetzt noch fehlen. Und das ist aber neu. Ja. Ich bin mal gespannt. Normal müsste ich den noch jetzt rausholen können oder auch nicht.
Aber hier ist noch einiges zu holen. Hier ist irgendwas hinter. Ja, aber da ist schon der nächste. Okay, aber die haben anscheinend immer pro Etage irgendeine spezielle Form. Diese Teile. Ist doch schon mal gut zu wissen. Ja, warte, was kann ich denn hier machen? Oh, nee, du, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte das Ding eigentlich ausdrehen. Muss ich bestimmt pusten. Nee, das war, glaube ich, nur für das Geld, oder? Das war eigentlich schade. Ich dachte, damit könnte ich jetzt den Kristall da holen. Und schon Angst vor den Geistern. Ja, total. Krank. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm, dass heute Halloween ist. Das Ding. Aber ich dachte, ich würde irgendwie an diesen Smaragd da drin rankommen. Weil dann kann ich das doch bestimmt auch stoppen. So rum. Aber eben eher nicht, ne? Na, dann kommen wir hier wohl noch nicht weiter, egal. Gehen wir erstmal voran hier. Ja, an den kommen wir auch noch nicht ran. Das geht auch anders, da weiß ich. Aber aus den älteren Teilen, wie. Ist ja ein Horrorgame, deswegen. Ja, aber. Irgendwie gerade noch nicht so ganz. Oh jo, so ein Geldbaum. Bräuchte ich auch mal. Stabil. Ich saug alles weg. Immer her damit. Na Maus. Du gehörst mir. Du wurdest einfach weggesaugt, du. Armes Ding. Aber irgendwie juckt mich das auch nicht so rein. So. Essen. Oh, und Geld. Ja, Ehre. Dann leuchte ich demnächst auch mal einfach am Bahnhof so einen Automaten an. Vielleicht kommt ja was raus. Geld. Das sieht schmackhaft aus. Bleh. So. Aber irgendwie kommt man hier noch nicht so ganz voran. Was soll das denn hier? Lass mich doch durch.
Ach so. Ja, unsere neue Fähigkeit. Oh. Yo, diese Staubwolken. Lol, man kann das wirklich einsaugen. Da ist der nächste. Aber komme ich noch nicht dran, oder? Ja, ich habe nur was anderes gerade ausgelöst, was ziemlich geil ist eigentlich. Gerade so, also feiere ich gerade. So. Lauf mal da hoch. Ah, ich sehe schon. Hier. Ja gut, kennt man aus den Trailern. Ich spoiler jetzt aber nichts. Werden wir noch drankommen können. Boah, richtig abgeräumt. Das ist aber neu, dass jedes Objekt so einzeln bewegbar ist irgendwie. Das ist sehr interessant, das Konzept. So. Oh. Das sieht nicht ganz so gut aus. Mario? Ah? Ah. Oh nee, die ersten Geister. Und es gibt keinen Ausweg mehr. Oh. Wie der den rumgeschleudert hat. Ja. Bin heute Abend unterwegs und jetzt streame ich, aber ich dachte, die Frage wäre da vorhin darauf gezogen gewesen, ob ich heute frei habe. Also, von der Schule her gesehen. Abgang. Ich hab doch verstanden, wie das Game funktioniert, Mann. Blöder Hund. Alter, der Ton ist richtig 2013 Qualität. Dann kann's auch an der Capture Card liegen, dass der den Ton so kacke wiedergibt. Warte mal. So. Jetzt kann ich hier aber dran. Jetzt der Ton vernünftig. Ja, jetzt passt es. Sei in meinem Mikrofon. Kackt rein. Dann kann ich das auch nicht fixen. Boyo. Das hört sich nicht ganz so gut an. Okay. Ich glaube, man sollte da theoretisch was hören. Aber Grüße gehen raus an den krassen Day One Patch. Oh. Also ist das wie im zweiten Teil, ja.
Nummer? Ja, haha, yep, yeah. So, da bin ich wieder. Kam gerade kurz jemand rein. Aber gut. Ja. Jetzt kann ich das Game genießen. Ja, kannst es mit mir genießen. Das ist doch fresh. Boah, yo, Luigi zieht ja richtig durch. Was ist denn bei ihm jetzt auf einmal los? Oh, ja. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Finde ich irgendwie komisch. Mit diesem Doppelklick und dann diesem Boost. Das kenne ich doch alles nicht. Hey, warum habe ich denn vorhin was gehört und jetzt nicht mehr? Ich verstehe das alles nicht. Und wie komme ich da oben an den... Ich käme da vielleicht drüber irgendwie, aber... Das wird wohl alles noch kommen. Ich hätte es schon selbst gerne. Ja, verstehe ich, aber... Warte, da war eine brüchige Wand. Brüchige Wände heißen... Durchgucken. Ja. Bäh. Yo. Fresche Spinne. Komm mal her, du Drecksvieh. So. Und wieder durchgucken. Was ist da? Da ist so ein Kristall, ne? Ja. Aber gucken wir erstmal. Wir sollen hier durch. Wir halten uns erstmal an die Story, bis wir alles haben. Aber ich verstehe nicht, warum ich keine Stimmen habe in den Cutscenes. Warum höre ich Luigi jetzt nicht mehr? Ich habe das Spiel neu installiert. Ich habe alles gemacht. Oh nein. Ich vertone jetzt nach. Igitt ist in einem Gemälde gefangen. Wie konnte das nur passieren? Oder werde ich beim Schneiden richtig viel Spaß haben, die ganzen Cutscenes da nochmal reinzutun. Oh nein, was tun wir jetzt? Ja. Ich wollte mich hier eigentlich noch umsehen, aber... Wird dann wohl nichts mehr, ne? Steppen wir erstmal hier durch, würde ich sagen. So, wohin willst du mich haben? Ey, die Tür ist doch zu jung. Fühl mich doch nicht da durch. Gehen wir jetzt hier durch. Hier sind die Masken. Aber hier ist ja auch irgendwas hinter. Das sieht man nicht. Die haben hier die ganzen Kostüme. Was ist denn da los? Ach so, ja. Schon wieder andere. Ja, ganz stabile Lage hier. Da sind die Schuhe. Kennen wir auch schon. Hier hatten die Typen am Anfang an. Aber gut. Boah, yo. Das war's mit meiner.
Innenausstattung. Ich räume hier alles auf. Hab da gerade schon was gesehen, aber ich wollte hier jetzt erstmal das Zimmer clearen. Aber wenn man ganz genau in den Spiegel guckt, sieht man... Oh je, nee. Noch nicht, weil Geldregen. Guck mal, 3000 habe ich schon das Geld für das Spiel wieder drin. Da sieht man nämlich im Spiegel was. Da ist nämlich der Schlüssel, den wir suchen. Perfekt. Was tut ihr denn da? Komm, trau dich. So, perfekt. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall hier rein. Es gibt wieder so eine Tür öffnen Animation. Nein. Leg mir die Viecher. Junge, jetzt chill mal eben. Hab hier ein bisschen was aufzuräumen. Da ist noch eine Kiste. Junge, komm mal eben runter. Ich brauch das Geld. Ich hab das. Hab viel wieder für das Ding ausgegeben, für das Game. Wie komme ich da nebenan hin? Oh, das war gar nicht so schlau, das da drauf zu hauen. Da hängt jetzt mein Zeugs drin. Komm da raus. Das Google Geld. Für wie viel hast du geholt? 48. Sonst hätte ich mir das auch gar nicht geholt. Weil ich fand das irgendwie schon teuer. Also 60 hätte ich dafür nicht mehr gehabt. Seit Monatsende so. Das ist Glück, dass ich das heute holen konnte. So, was ist jetzt da drin? Oh, das ist hier die Finsterlampe da. Ich weiß, was los ist. Bei Saturn war das so günstig und bei Amazon auch. Aber hat mich gewundert, dass das bei Saturn für den Preis da war. So. Jetzt haben wir schon mal die Funktion. Lol. Hier sind Fußspuren. Ach, die führen ja in den Raum hier. Ich gebe dir meine Adresse privat. Warum habe ich jetzt minus 5 bekommen? Hä? Für was denn bitte? Was ist das denn für eine Scheiße? Wovon habe ich jetzt Schaden bekommen? Ja, ich kann dir halt nur die Cartridge-Fassung geben dafür. Das ist das Problem. Dann, ja. So, wohin?
Ja, ich folg dir doch, Junge. Achso, da bist du durch. Okay. So, befreien wir Igitt. Hab hier immer nicht noch die Hoffnung, dass ich irgendwann mal den Ton bekomme. Aber dann höre ich ja nicht mehr dieses Zap, 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 Zap. Oh ja. So süß. Ah, Luigi. Da haben wir doch Luigi. Was? Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi. Du hast mir hier raus... du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. Mario. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt im Bäder gebannt worden. Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es nicht mit dir. Also gut. Ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Immanuel Gitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hey, der neue Schreckweg-Flu, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Nein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage. Aber zur Tiefgarage gehen wir erst im nächsten Part von Luigi's Mansion 3. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und bis dahin, ciao, Leute.